Moin meine Freunde der Sonne und herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry. Wir sind bei Auftrag Nummer 13, Abgrund. Letztes Mal, falls ihr euch erinnert, sind wir ja mit diesem Schiffchen rumgeschwommen und haben den dicken, fetten, hässlichen Vogel kaputt gemacht. Und ja, was müssen wir diesmal machen? Finden Sie einen Ausgang und retten Sie sich vom Schiff. Gut, wir gucken erstmal, was es an Power-Ups gibt. Da haben wir zum Beispiel... was haben wir denn da überhaupt? Eigentlich nicht so viel. Wir können uns noch eine violette Kugel leisten. Die blaue wäre mir allerdings ein bisschen lieber. Eine gelbe wäre... wäre nett, aber bringt glaube ich auch noch nichts. Jetzt haben wir hier den Magma-Haken. Laden Sie die Energie und lassen Sie dieser in Form eines Magma-Aufwärtshakens freien Lauf. Da haben wir hier noch Meteor. Schleudern Sie mit Ihren Fäusten Feuerbälle auf Ihren Gegner. Ja, Inferno ist natürlich ein bisschen arg teuer. Gut, ich glaube, wir holen hier einfach mal den Meteor und den Magma-Haken. Und dann legen wir los. Auftrag beginnen. Oh, da schunkelt es schon ein bisschen im Schiffchen. Und hier haben wir, sind wir hier, das Skelett des Kapitäns. Eigenartig, man könnte fast meinen, dass er lächelt. Ja, das glaube ich allerdings nicht. Hier haben wir einen Hermesstab. Das Ornament zeigt zwei Schlangen, die sich um den Stab winden. Oh. Okay, also sieht ganz so aus, als würde das Schiff jetzt untergehen. Und ja, gucken wir mal, was wir denn hier machen können. Der Wasserdruck ist zu stark und die Tür lässt sich nicht öffnen. Es muss auch einen anderen Ausweg geben. Ja, da bin ich relativ sicher, dass das so ist. Die Frage ist ja nur, wo geht's lang? Geht's hier raus? Ja, hier kann ich auch nur mein Zeug besser machen. Hoppla. Stopp, 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 stopp. Zurück. Okay, gut. Da unten ist so eine Art Loch, oder? Da geht's bestimmt weiter. Okay. Da unten da schwimmt doch schon was rum. Merkwürdig. Wenn ich jetzt noch wüsste. Oh Gott, diese Steuerung hier. Echt schlimm. Okay, also wir müssen auf jeden Fall erstmal die Needlegun ausrüsten. Okay, die ist schon ausgerüstet. Dann... keine Ahnung. Wie greife ich den an? Nein! Zieh dich. Na gut, okay, dann einfach mal... Ah, da runter geht's nicht. Ja, hä? War das nicht einfach hier auf, wie heißt es? Schultertaste oder so?
Ich muss mal gerade hier. Gibt's da noch sowas? Nö. Da nicht. Option. Controller-Einstellung. So. X und B ist schießen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das unter Wasser läuft. Weil man sieht ja ganz gut, dass das hier nicht so wirklich funktioniert. Autsch. Okay, das hat mich getroffen, aber warum können die mich attackieren? Ich die aber nicht. Oh, oh, das war's. Yes, ich hab's. Okay. Jetzt mal getroffen. Klar. So, langsam, gerade sagen, langsam könnt ihr auch mal drauf gehen. Was ist denn hier der nächste? Lieber. Eieiei. Ach, direkt vor der Nase. Leute, diese Steuerung da ist echt ganz gruselig. Ganz, ganz gruselig. Okay. Wow. Jetzt verschwindet die Hand und wir können runter in den Keller. Würde ich sagen. Boah. Hey, hoffentlich ist das nicht ganz so kompliziert hier. Also hoffentlich dauert es nicht mehr so lang. Und weiter geht's. Uiuiui. Okay, er ist tot, oder? Ja, ich glaube. Kann ich jetzt da unten weiter? Bestimmt, oder? Oh mein Gott, Auftrag erfüllt. 18 Minuten 44. Ja, Leute, ich glaube, so ganz so lang war es nicht und ganz so lang wird das Video auch wahrscheinlich nicht sein. Etwas, was ihr nicht mitbekommen habt, weil ich das rausgeschnitten habe, ist, dass die Ladezeiten mega, mega, mega lang waren. Das liegt aber ein bisschen an meiner Festplatte, denn ich glaube, dass die langsam den Geist aufgibt. Ich habe mir auch schon eine neue gekauft, habe aber jetzt ein bisschen Schiss, dass das Spiel auf die andere Festplatte schon zu kopieren, weshalb ich jetzt mit der langsamen Festplatte das Let's Play noch, naja, fertig machen werde. Danach wird dann alles im Idealfall über meine SSD laufen, die ich mir neu gekauft habe, und dann hoffe ich, dass ich keine Probleme mehr bekomme. Naja, aber gut, hab ja Zeit. Ansonsten, ja, Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch echt gefallen. War jetzt nicht ganz so mega spannend unter Wasser. Aber gut, so ist es. Ja,
danke fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.